Und da bin ich wieder. Und das hier ist, glaube ich, neu. Also er hat jetzt wesentlich weiter unten angefangen. Wir gehen jetzt langsam die Burgfeste hoch. Ich hätte schwören können, vorher war das nur ein bisschen weiter unten und dann ist er hier hochgescrollt. Vielleicht, je weiter wir im Spiel kommen, desto tiefer unten fängt er an. Und irgendwann krabbeln wir aus der Hölle bis hier ganz oben hoch. Wäre ein ganz cooles Feature. Aber gut, wir wollen weiterspielen. Gerugon bei 15%. Spiel laden. Und jetzt müssen wir zurück zu... erstmal nach links. Und dann in das Gitter rein, wo wir bei der Mine rauskommen. Dann können wir irgendwo einen Staubfehl suchen. Da sind richtig viele Viecher. So. Du warst Mitte, du warst Mine. Richtig? Richtig. Die Viecher waren so garstig hier. Gut, gucken wir mal. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Oh, so könnt ihr den Erfolg auch schaffen. Ich falle einfach ganz tief. Ganz tief. Aber nee, erstmal hole ich den Bogen raus. Nur für den Fall, dass da rechts gleich einer steht. Zing. 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 Wow, wow. Wie war das mit ganz tief fallen? Oh. Okay, ich bin... Au, hey. Das habt ihr vorher nicht gemacht. So, wahrscheinlich bin ich einfach zu nah rangegangen, aber... Na gut, wo wir schon mal hier sind. Gucken wir doch mal. Da sind Orks, da sind rote Schleimdinger, die kennen wir. Rote magische Essenz. Schön, schön. Oh, und da ist ein Einkaufszeichen. Da schleichen wir doch mal dezent in die Richtung. Warum ist da ein Loch im Boden? Wenn ich hier jetzt springe, komme ich auf die andere Seite? Da wackelt irgendwas. Oh, ah! Ganz zum... Licht an. Oh, Drogen. Bombava Tuna, ich grüße kleine Kunden. Bumblebee Tuna, ich grüße großen Kerl. Mein Name ist Ubuntu. Nicht ernsthaft, oder? Großer Krieger des Vashati-Stammes. Mein Name ist Livingston. Was macht ein afrikanischer Krieger hier? Großer Gott Shikaka sandte Ubuntu in die Burg. Ich verstehe. Aber du bist menschlich, oder? Du siehst wie ein Afrikaner meiner Welt aus. Ich nicht menschlich. Ich großer Krieger des Vashati-Stammes. Hey, das ist eine coole Waffensammlung, die du da hast. Hast du einige kostenlose Proben? Ubuntu gibt nicht. Ubuntu verkauft. Ist das nicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Ubuntu... Egal. Verkaufen? Haben wir nichts. Kaufen? Wollen wir nichts auf das Gold? Oh, ich sterb. Wie? Heil mich. Heil mich. Guti. Jetzt muss ich nur wieder ganz zurücklaufen. Wobei wir da ja eigentlich gar nicht wirklich hin wollen. Ich bin ja nur runtergestolpert. Und Waffen kaufen ist eh nicht so eine tolle Idee, da wir 30 Gold halt brauchen. Wir könnten die 30 Gold einfach jetzt schon mal abliefern. Ich glaube, das ist ein bisschen hilfreicher. Also, komm, hops, rauf da. Also ja, ich kann auch immer warten, bis es kommt, aber so ist es irgendwie epischer. Ah, ja. Komm. Ja. So, 30 Gold. Du willst... Keine 30 Gold haben. Sehe ich das richtig? Warum zum Geier willst du keine 30 Gold haben? Die willst du erst haben, wenn wir deine Regale gepinselt haben. Episch. Au, oh, das ist nicht episch. Können wir dich runterschubsen? Nö. Moment mal, da waren wir schon, ne? Ja, da ist der Schmiedegeist. Können wir dem Schmiedegeist anteilig schon was von der Mission geben? Oh, und da rechts sehen wir auch... Ah, das Spiel ist echt gut bei solchen Sachen.
Also es macht automatisch die Sachen dahin, wo sie hingehören, mal alles auf einen Blick. Richtig schön. Also Holz haben wir. Rote Essenz und das ganze andere Gedöns fehlt. Können wir dir jetzt schon was geben? Nein, komm mal zurück, wenn du alles hast. Schade. Hops. Also wir brauchen ein... irgendwas, das Staub wegmacht. Hier ging es nicht weiter. Gucken wir mal hier. Da ist eine Schlange. Da war eine Schlange. Oh, da ist ein Licht. Muss alle Lichter anmachen. Achso, so kommen wir da nicht rauf. Auge einer Schlange. Noch mehr Licht. Noch mehr Licht. Oh, das sind ganz schön viele. Wenn wir nach rechts drücken, kommen wir denn zu den zwei Orks oder fahren wir runter? Ich glaube zu den Zweien. Komm, dreh dich um. Ja, du, dreh dich um. Oh, wir kommen doch zu dem einen. Oh. Der hat aber eine ganz schön grobe Kelle. Blasbalg. Sauber. Rote magische Essenz mal 16. Krass. Okay. Ping. 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 Hey, warum haben wir nicht getroffen? Die Geräusche sind geil. So, also Licht an. Licht an. Licht an. Wie kommen wir jetzt da oben wieder hin? Gar nicht. Gar nicht ist nicht schön. Ich mag gar nicht. Nicht. Kann mit Doppel vorne eigentlich laufen? Nö. Shift? Nö. Wird bestimmt irgendwo am... Ah! Oh, 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 oh. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will doch bloß euch alle töten und so. Wow. Weg, 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 weg. Oh, hier sind wir. Okay. Heiltränke haben wir 3 Stück, aber die würde ich ungern verballern. Was macht das Seil eigentlich hier? Oh, kommen wir zu der Schlange. Speer. Vergifte mich nicht, du doofes Ding. So. Zunge einer Schlange. Auge einer Schlange, Zunge einer Schlange. Was haben wir eigentlich noch von der? Langsam ein bisschen eklig. So, noch eine Schlange. Zing, zing, zing. Und da unten ist jemand, der sich die Finger in die Ohren steckt. Sieht fast so aus, oder? Oh, und eine Lore vor. Tong, tong. Das sind viele. 107. Jungs, ihr werdet langsam ein paar viele. Ihr könnt hoffentlich nicht klettern. Oh, warte mal. Geronimo. Wo kommst du jetzt her? Stirb, stirb. Nein, 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 nein. Oh gut, wir sind unsterblich. Also kurzfristig, wenn wir Schaden genommen haben. Also wir können nicht vollkommen überrannt werden. Au. Die fressen sich gegenseitig. Au. Herzen weg. Also einer stirbt, droppt ein Herz. Hier ist definitiv eine gute Stelle, um rote Essenzen zu sammeln. Na komm, geht weg. Ich will laufen können. So, hinterrücks. Zack, zack, zack. 4. Das ist da Kristalle. Kann ich die rausbrechen? Ja, ich bin auf Edelsteine fixiert. Tut mir leid. Kaputt. Oh, das hat Klingen gemacht. Schmuck ist auch nicht schlecht. Müsste nicht mehr Edelsteine sein. Kleiner Rubin. Ja, umso besser. Dich können wir nicht anmachen. Dich können wir anmachen. Und, können wir dich treffen? So, so. Ja, sauber. Hops, hops.
Oh. Dich noch mit und... nein, nicht so. So. Rote magische Essenz mal 10. Die schmeißen uns echt tot damit. Also es dürfte eigentlich nichts mit der Mission zu tun haben. Sonst könnte man das viel zu leicht ausnutzen. Dann könnten wir die Mission jetzt einfach sausen lassen. Also ignorieren, nicht löschen. Und durchgehend überall 10er, 20er Pakete rote Essenz aufsammeln. Um daraus halt Heiltränke zu machen. Hm. Oh, wir haben gar nicht alle Lichter gemacht. Das geht ja nun gar nicht. Wo fehlt denn hier bitte schön noch ein Licht? Ich sehe keins. Trotzdem ist das so schwarz in der Mitte. Das Ding hier sitzt, wenn man es anzünden könnte, aber... ist nix. Vielleicht kann man die Truhe anzünden oder so? Nee, auch nicht. Ah. Hm. Na gut, dann halt kein Licht. Was haben wir noch? Vielleicht ist es hier unten andersrum. Ne, da unten ist noch ein Licht. Hoch. Und yeah, stylisch. Oh, das war ein Erfolg. Ha, kann man noch hoch? Nein. Aber da kam so ein Counter. Das sollten wir im Auge behalten. Peaks, Peaks, Peaks. Und die Karte ist doch wieder hell geworden. Also muss da irgendwo irgendwas sein. Na gut. Ah, okay. So, was hast du? Hey, was für ein hübsches kleines Mädchen. Warum weinst du? Okay. Ein böser Hund hat mir die Puppe entrissen. Ein böser Hund? Ist er sehr groß? Du weißt schon, 3 Meter hoch und dreiköpfig wie in Harry Potter? Es ist ein kleiner Hund und er floh durch diese Tür. Sein Zuhause ist dunkel und ich habe Angst davor, hineinzugehen. Ein kleiner Wadenbeißer. Weißt du, ich mag Köter nicht. Aber diesmal ist keiner da, dem er vielleicht fehlen wird. Ich werde das genießen. Was für ein Arschloch. Keine Sorge, kleines Mädchen. Ich bringe deine Puppe gleich zurück. Eine Puppe wieder beschaffen? Was denkst du dir? Siehst du nicht, dass das Mädchen völlig schutzlos ist? Töte sie. Töte sie. Wirklich, Zera, sei nicht so ein Arschloch. Sag dir, der gleich Hundewelpen töten will. Okay, vielleicht soll ich nicht sagen. Erstmal klauen wir dem Mädchen ihren Heiltrank. Denn... Was zur Hölle? Ah! Geht nicht. Heiltrank. Heil... Das ist nicht schön. Ach so, der Lärm. Ah. Gerade. Dann gehen wir mal zurück zu dem kleinen Mädchen. Das ist nicht gut. Oh. Wechsel die dumme Waffe. Schnell zurück. Heilen. Ja. So. Also zurück zu dem Mädchen. Dann den Hund irgendwie mit dem Bogen als Ziel nehmen und drauf schießen. Wenn das nicht klappt, durch die Tür wieder zurücklaufen. Und inzwischen müssten wir ja auch genug Essenzen haben, um Heiltränke herzustellen. Dass wir so ein paar auf Tasche haben. Da war der Timer wieder. So, wo war jetzt das... Naja, komm ruhig her. Komm, lauf weiter geradeaus. Jetzt bin ich mal weiter unten. Hier irgendwo? Gucken wir mal hier. Da. Peaks, 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 Peaks. Ja, hier war's. Okay. Du an. Du auf. Du mit. Und ja, böser Hund, böser Hund, böser Hund, böser Hund. Kleiner Wadenbeißer. Okay. Bogen. Wir sind voller Lebenspunkte. Okay, das klappt so nicht. Wow.
Wow, der unterbricht sogar das durch die Tür gehen. Das ist mal garstig. So, Heiltrank. Heilt gar nicht mehr so viel. Okay, lauf, lauf, lauf. Alter. Was haben wir da fallen gelassen? Oder sind wir gefallen? Na gut, wir haben gespeichert. Also, das Ding hat für uns gespeichert. Könnte machbar sein. Es wird ziemlich viel Lebenspunkte kosten. Schnelligkeitstrank haben wir nicht, oder? Guck gleich mal. Also, hier hoch. Runter, runter, runter. Wir können doch beim Fallen ganz leicht lenken, wo wir hinfliegen. Oh, Fallen. So, du mit. Du an. Du an. Du Hallo sagen. Inventar. Inventar sagt, wir haben Heiltränke, wir haben langsames Gift. Ich denke nicht, dass Hundebellen Gift ist. Geringe Regeneration. Oh, das klingt sehr gut. Während der Zauber aktiv ist, werden Wunden an deinem Körper langsam geheilt. Okay, her damit. So, regenerierend. Jo, das sieht sehr gut aus. Du mich auch, kleiner Hund. Du wirst gleich sowas von sterben. Ich kann meine Waffe... Ah doch, so. Nein! Was bist du denn für ein kleines... Ah! Mein Bogen klappt nicht. Warum zum Geier klappt das nicht? Okay. Nach Hause. Dich benutzen. Ich hoffe, es geht nicht jedes Mal ein Stück von unserer Seele verloren, wenn wir das Ding benutzen oder so. Und wir sollten jetzt kurz einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge gehen wir zum Koch und mischen uns da ein paar Tränke. Also bis gleich.